Hallo meine lieben Freunde, danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin der Nero und wir spielen zusammen Magic Duels, jawohl! Und zwar wieder mal einen kleinen Solo-Kampf mit dem Deck. Ich hoffe, das macht euch bis hierhin auch noch Spaß. Ihr dürft gerne was in die Kommentare reinschreiben. Ich kann gerne ein neues Deck mal bauen. Und ihr könnt auch gerne vorschlagen, wie ein Deck auszusehen haben soll. Und ich probiere aus dem migrigen Kartenpool, den ich habe, ein Deck dann zu basteln, was diesem Anspruch Genüge tut. Vielleicht hat einer von euch ja eine geile Idee, was funktionieren könnte. Dann könnte ich das mal hier ausprobieren. Einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Dann mache ich das. Bin ja sehr offen. Zwei Mana, leider beide schwarz, weil ich brauche auch ein grünes, bringt uns also nicht besonders viel, das heißt, wir brauchen eine neue Hand. Das halte ich, neue Karte ziehen, Kreatur opfern und pimpen mit den jeweils entsprechenden Ländern. So, ich habe Mulligan gemacht, durfte aber dafür Mulligan auf 7 nehmen, normalerweise hätte ich Scry 1 machen dürfen, nach Mulligan dafür nur 6 Karten. Na gut, wir wollen ja nicht kleinlicher sein als der Papst. Ich weiß gar nicht, wieso es diesen Spruch so gibt. Er hat zwei Mana, eins blau, eins, wovon er hier wieder Leben kriegt, wie jede Kreatur, die er kontrolliert. Was momentan null ist, was ihm hier sehr entgegenkommt. Ziehen wir erstmal eine Karte. So, haben wir wieder eine Kreatur gezogen. Ja, pimp sie. Nur bis zum Ende des Zuges bringt also gar nichts. Für keinen von uns beiden, aber er muss es machen. An der Stelle hau ich ihn einfach mal raus. Und greife natürlich mit beiden an. Wir haben ja erstmal unser Kleinvieh-Kanonenfutter. Drei Länder. Legacy, boah. So selten ist es im Legacy nicht, dass man drei Länder hat, ja. Bin halt, spiele ich gerne Kombos und da sind vier Länder bei Combo extrem viel. Ja, kleine Kombo-Hure. Na gut, da hat er jetzt einen 3-2er, weil er eine Insel kontrolliert. Aber wir haben eine nette Verzauberung. Ist die Frage, will ich die Verzauberung jetzt so raushauen? Ich glaube, ich mache tatsächlich erstmal was anderes. Ich hätte mal angreifen sollen und das Ding wieder spielen, aber das war nicht gut. Das war nicht clever von mir, sorry dafür. Nämlich deswegen überspringe ich jetzt meinen Angriff. Gab cleverere Züge von mir. Er greift tatsächlich an, das heißt, er hat einen Pimper. Und den Pimper will ich ihn rausziehen. Nein. Ich weiß jetzt, dass er einen Pimper hat. Dann nehme ich mir lieber die drei Schaden. Land. Yes. Das Land ist jetzt sehr gut. Na, war klar, dass er nicht blockt, weil meiner besser ist als seiner. Ich weiß nicht, was er noch hat. Ich hätte jetzt überlegt, ob ich ihn den zerstöre, aber ich denke mir, so ein 2-2er ist jetzt hier nicht die Wucht. Das ist nervig, gebe ich zu. Ja, da kommt nichts mehr bei ihm. Ich weiß, dass er einen Pimper hat, riskiere ich es also. Ich mache was anderes. Ich hätte mir ein schwarzes, ein grünes, ehrlich gesagt, gewünscht, dann hätte ich noch das Ding zur Not spielen können. Dass mir jetzt der PC automatisch verwehrt, noch diese Karte zu spielen, na gut. Scheiß auf seinen Pimper. Soll er sich den sonst wohin schieben?
Zombie 3 und Angriff sind, machen wir, glaube ich, eine ganz gute Biege hier. Mit dem bin ich jetzt gerade so mittelmäßig erfreut, mal wieder. Oh, da holt das jetzt raus. Jetzt kommt er wieder mit den Sperrgeschützen. Erst mal 12 Leben. Wollte ich nur so anmerken, jetzt kommt's. Jetzt gibt er Gas. Es wären aber nur 3. Er hat seine 4 im Angriff. Der kriegt unsere auf jeden Fall weg. Was sagt uns das? Ciao. Und wieder für 5 in die Fresse. Mal gucken, wie er gleich das Blatt wenden wird. Deswegen möchte ich den gerne auf der Hand behalten. Wobei ich mir immer noch mit den Grünmanern hier 2... immer noch 2 neue grüne Kreaturen, also 2 neue Kreaturen kann, solange ich die beiden Länder hier noch offen habe. Deswegen hätte ich die 2 Zweier so gern wegmachen müssen. Es kommen nicht die ganzen Fettis. Oder auch nicht. Okay. Nichts, was er hier jumpblockmäßig reinwerfen kann, dann wäre er demnächst tot. Ah, seht ihr, er kann noch was machen. Auf welche? Ah, auf die, das habe ich leider befürchtet. Leider befürchtet. Na gut, dann machen wir auf jeden Fall diese Fähigkeit. Holen wir uns dafür eine neue Kreatur, bevor sie einfach sinnlos stirbt. Ja, ist auch schon die nächste. Die Sachen hat er übrigens vorher ja nicht, ne? Okay. Und ab jetzt, immer wenn bei ihm eine stirbt, wird er größer. Ob wir noch dazu kommen werden? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Was macht er denn jetzt? Er pimpt zwei... Ach ne, er holt sich 2 Lebenspunkte. Dafür pimpt er. Das ist wahrscheinlich die Pimp-Karte, die er vorhin hatte. Und bis zu 2 Kreaturen. Er muss also keine Pimp. Er hat sich einfach nur 2 Leben geholt. Okay. Oh, ich sag, jetzt kommen die ganzen Kreaturen. Immer wenn eine Kreatur in diesem Zug angreift, erhält sie Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Ja gut, er hat keine Kreatur. Aber er macht sich eine. Mit Eile. Ah, Lebensverknüpfung. Drip. Clever, clever, mein Freund. Clever, clever. Na gut, hier komm, der kann weg. Noch ohne, dass ich mir eine neue Kreatur dafür hole. Ich sag ja, so mit 12, da fängt er an, das Board zu reißen, oder will er reißen. Ich hätte den auch danach legen können, er ist ausgetappt, deswegen macht das für mich jetzt gerade keinen Unterschied. Normalerweise spielen wir ihn erst nach dem Angriff, der sowieso kleiner ausfällt, als ihr denkt. Warum mache ich ihn nur so klein? Das ist jetzt wahrscheinlich die ein oder andere Frage, die ihr euch stellt. Wenn ich den hier mit dem hier pimpe, dann ist er 4-5, First Strike und haut den einfach mal aus den Socken. Und der eine, der, ob er jetzt, den hätte ich auch zurückhalten können, hätte aber keinen Unterschied gemacht, da mache ich ihm lieber doch den einen Schaden. Und er greift nicht an. Aha. Jetzt ist es interessant. Er macht den tot, sobald ich den hier opfere. Na komm. Tu dein Werk. Jetzt wird er drauf gehen. Und selbst wenn er den jetzt wegblasten will, ich habe noch einen Schuss. Holt sich Leben, okay. Ja, da geht sein Lebensland weg. Und das waren die 2 Leben. Jetzt kann er sich keine Leben mehr saugen. Sich drain. Drain will er sich. Drainen. Und soll ich was sagen? Ich habe alles richtig gemacht. Tja, würde mal sagen, Land.
und da er nichts hat, außer zwei Karten auf dann. Wir wissen nicht was, aber wir müssen es natürlich jetzt riskieren. Wir müssen mal langsam echt Druck machen. Ja, ich könnte 8 machen, macht keinen Unterschied, ist immer noch auf 2. Und genau das habe ich erwartet. Na gut. Dann müssen wir wohl saugen. Er soll ja nicht sinnlos sterben. Oh, jetzt kriegen wir einen. Nice. Der wird nochmal das Board ein bisschen verändern. Man denkt immer, oh geil, Combo damit machen. Natürlich, ich kann mir auch schon ein paar Combo-Sachen vorstellen. Aber in dem Fall. So. Ah, was packt jetzt oben auf die Bibliothek? Wahrscheinlich ihn hier. Nee, komm, den möchte ich gerne ziehen, ist okay. Wenn er sich damit besser fühlt, soll er es so machen. Dann saugt er ihn hier jetzt mal für 2. Ein Mars Removal habe ich noch, ich weiß gar nicht wofür. Ja, mal gucken. Spielen wir ihn wieder raus, mal gucken, was er jetzt wieder macht. Ob er ihn mir wieder oben rauf legt, dann soll er halt jeden Spell für ihn aufbrauchen. Dann ist er mindestens in 3 Runden tot. Ist okay. Nicht mal in 2 Runden. Ich kann ihn noch einmal pimpen, damit er doppelt so viel Damage macht. Und jetzt würde ich sagen, hat er demnächst ein Problem. Tun wir einfach nochmal ein Doppelland, auch wenn es getappt kommt. Also kein echtes Doppelland, so ein... Ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Hätte ich auch danach machen können, das spielt jetzt aber keine Rolle mehr. Denn er wird 7 Leben verlieren, wenn der ihm hier Schaden zufügt. Das heißt, er ist tot. Fügt eine angreifende oder blockende Kreatur 4 Schadenspunkte zu? Ja. Das mache ich nicht mit. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall killen. Mach ihn 4 Schaden. Und hier kriegt er nochmal plus 2. Das bedeutet... 2 ab. Na, und nun? Bist du tot? Ich werde euch jetzt zeigen, warum das war der First Strike Damage. Jetzt macht ihr ihm nur 3 Schaden. Er ist auf 1, aber jetzt tritt seine Fähigkeit in Kraft. Die sagt, immer wenn der hier einem Spieler Schaden zufügt, also Kampfschaden, verliert dieser Spieler Lebenspunkte in Höhe der Anzahl an Kreaturenkarten bei einem Friedhof. Und da sind 7 Stück. Also hat er nochmal 7 Leben verloren. Deswegen hat er ihn auch versucht zu handeln, er wusste, das hätte er nicht überlebt. So, was machen wir denn so in den letzten 6 Minuten? Wir haben ja jetzt ein paar Points gesammelt, auch wenn sie von Mal zu Mal weniger werden. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt einfach mal einen Booster davon, oder? Als Belohnung, weil wir hier so mega geile Typen sind und so richtig geil gespielt haben. Vor allem du. Aber guck mal, wir könnten uns sogar mehr und wir holen uns erstmal ein. Ich finde, wir versuchen uns pro Folge einen Booster zu holen. Ich kann es natürlich nicht versprechen, nur 150 Points kriegen wir in einer Folge nicht zusammen. Aber solange wir noch die Punkte haben, machen wir das. Gucken wir, was wir da drin haben. So, wir haben für unsere Decks, das ist das einzige, was schwarz ist. Das Ding ist farblos und schickt eine Kreatur mit Stärke 3 oder weniger ins Exil. Ist natürlich sehr nice, direkt aus dem Spiel raus. Eine Verteidiger, 0,6 für 2 Mana. Okay, kann man machen. Verursacht Trampelschaden. Immer wenn ein Land unter meine Kontrolle ins Spiel hält, erhält der +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Okay. Für 8 Mana alle Kreaturen, die den Bezwinger der Heere blocken können, tun dies. Okay, das ist also ein Kreaturenfresser, muss man so sagen. Fliegend, wenn der ins Spiel kommt, erhältst du für jede Kreatur, die du kontrollierst, einen Lebenspunkt. Naja. Und schwarz-blau spielen wir nicht, ist Mystik, also besonders selten. Ah. Diese Kreatur ist farblos, ist 5-7 und immer, wenn ein Land unter deine Kontrolle eines Gegners ins Spiel kommt, also nicht Landfall, wie es beim, wenn die bei mir unter meine Kontrolle kommen, also beim Gegner, schickt dieser Spieler die obersten 2 Karten seiner Bibliothek ins Exil und du ziehst 2 Karten. Nice. Card Draw ist immer geil, leider können wir es nicht spielen. Na gut, für uns ist jetzt nicht so mega hammer, mega geiles dabei. Dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge wieder. Da werde ich tatsächlich nochmal ein anderes Deck spielen
Und wie gesagt, wenn ihr Deckideen habt, könnt ihr hinter jeder Folge das bitte einmal reinschreiben. Dann versuche ich mir auch nur mit leichten Karten, wenn ihr zwei Karten benennt, die ich zum Beispiel haben könnte, oder wo ihr meint, die könnte man mal spielen und ich könnte sie vielleicht haben, einfach in die Kommentare reinschreiben, ich bastel dann mir ein Deck daraus, wenn ich sie habe. Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn ja, Daumen nach oben, ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Und, oder in einem anderen Let's Play. Ja, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.